Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Abgasrückführung, AGR, Abgase im Motorraum. Der Motor der heutigen Diesel funktioniert so, wir haben eine Verbrennung zwischen Luft, Kraftstoff und Abgasen. Ihr habt richtig gehört, leider werden Abgase, die schon bearbeitet wurden, in den Motor wieder zugeführt. Warum wird das gemacht? Damit das Fahrzeug sauberer ist. Doch das Problem ist an der ganzen Geschichte ist, dass ab einer bestimmten Drehzahl, ab 3000 Umdrehungen, hat das Fahrzeug nur eine Verbrennung zwischen Luft und Kraftstoff, ohne Abgase. Das heißt, aber die Problematik ist, bei so einem Fahrzeug wie der hier mit einem 8-Gang-Getriebe, kommt ihr nie in den Volllastbereich, wo ihr das bemerkt. Warum hatten die alten Fahrzeuge diese Problematik nicht? Weil die alten Fahrzeuge hatten ein 6-Gang-Getriebe und der Volllastbereich hat schon früh angefangen. Das heißt, sobald ihr auf der Autobahn gefahren seid, war die Thematik mit dem AGR, mit den Abgasen abgehakt. Das heißt, man fährt auf der Autobahn, hat eine Verbrennung zwischen Luft und Kraftstoff. Heutzutage fährt man auf der Autobahn, egal wie schnell, hat man immer Luft, Kraftstoff und Abgase. Was ist die Folge? Die Folge, dass permanent Abgase dem Motor zugeführt werden, ist, dass die drei Klappen in der Ansaugbrücke verkoken. BMW hat was sehr Geniales gemacht, das kann man hier sehen. Und zwar, früher war das so, die Ansaugbrücke, die drei Klappen hatten wir auch welche gehabt, aber die wurden über Unterdruck angesteuert. Das heißt, der Motor hatte gar nicht gemerkt, ob die drehen oder nicht, war ihm völlig egal. Ne? Das heißt, die waren auch für eine Regeneration nicht entscheidend. Mittlerweile hat BMW das sehr schlau gemacht, die hat eine Ansaugbrücke gebaut, wo die drei Klappen elektronisch angesteuert werden. Das heißt, wenn die anfangen zu klemmen, merkt das Auto sofort und bricht eine Regeneration ab. Warum klemmen die? Weil hier setzt sich der ganze Dreck von der AGR zu. So eine Ansaugbrücke zum Beispiel kostet 1500 Euro ohne Arbeit. Dann haben wir die Problematik, dass hinter der Ansaugbrücke haben wir die Ventile des Motors. Die Ventile verkoken. Das heißt, wir haben die Versottung der Ventile und um das zu reinigen, muss man per Walnussschalenreinigung das durchführen. Das ist eine Art Sandstrahlsystem, wo man die Ventile sauber macht. Das ist auch nur die AGR. Dann haben wir eine aktuelle Problematik, was bei vielen Fahrzeugen momentan interessant ist, Rückrufaktion AGR-Kühler. Der AGR-Kühler, dort werden Abgase laufen da durch und diese Abgase, die werden entsprechend, ich mache mal ein bisschen Licht an, dann sieht man diese Kühlrippen. So, der AGR-Kühler, der kann man hier so ein bisschen sehen, der verstopft. Das heißt, irgendwann können die Abgase da nicht mehr durch. Dieses Bauteil kostet zum Beispiel 1500 Euro bei BMW. Ihr seht, alles geht im Endeffekt auf die AGR über. Das heißt, die AGR macht die größten Probleme des Motors. Das ist übrigens die AGR, sieht das aus, das ist ein Ventil, was auf und zu geht. Wenn man länger was von den Fahrzeugen haben möchte, gab es früher eine Option bei BMW, dass man eine Frischluftrate erhöht. Das ist eine gute Sache. Mittlerweile hat BMW diese Möglichkeit aus dem System rausgenommen. Aber sowas macht nur Sinn bei einer kleinen Laufleistung. 10.000, 20.000. Wenn ihr damit anfangen wollt mit 100.000, dann ist das komplett sinnlos. Wir können das immer noch erhöhen, die Frischluftrate, aber das ist weggeschmissenes Geld. Das Problem an der ganzen Geschichte ist einfach, dass die Versottung, der Dreck ist schon vorhanden. Es gibt natürlich auch Möglichkeit, die AGR zu deaktivieren. Das ist natürlich nicht legal. Der TÜV und die EU kann das nicht sehen. Nur man muss auch sehr vorsichtig sein bei der AGR-Deaktivierung. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt sozusagen die Luftmasse des Motors besteht aus Abgasen, also Abgasen und Luft. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Abgase entfernt, dann fehlt uns auf einmal Luftvolumen. Deswegen die AGR zu deaktivieren, das kann jeder Tuner, ist nichts Besonderes. Aber was sehr, sehr kompliziert ist und was vielleicht in Deutschland zwei, drei, wenn überhaupt können, ist das, was jetzt an Abgasen fehlt, mit Frischstoff zu kompensieren. Denn dieses Abgasvolumen ist unterschiedlich, je nach Drehzahl, je nach Gang, je nach Fahrstufe. Daher ist es sehr, sehr wichtig, dass man dieses Volumen genauso behält, wie es vorher war, damit das Luft-Kraftstoff-Gemisch identisch bleibt. Deswegen muss man sehr, sehr aufpassen, weil viele schreiben, die haben die AGR deaktiviert und der Partikelfilter setzt sich auf einmal zu. Natürlich setzt er sich zu. Wenn ihr eine zu fette Verbrennung habt, Kraftstoff bleibt genauso wie vorher, auf einmal habt ihr weniger Luftvolumen. Klar, dass das ihr dem Motor noch Schlimmeres tut als vorher. Daher müsst ihr einfach aufpassen, damit ihr nicht in eine bestimmte Falle geratet und denkt, ihr tut eurem Motor was Gutes, zahlt für eine AGR-Deaktivierung wenig Geld und das war's. Da muss man immer sehr, sehr aufpassen, weil wir erleben das leider jeden Tag, dass es einfach zu Defekten kommt, weil die Leute einfach nicht informiert sind. Deswegen, wenn irgendwelche Fragen sind, kontaktiert uns gerne per E-Mail, ruft uns einfach an. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.